Jo, 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 was geht? Ich bin wieder am Start. MSCLJ am Start. So, ich weiß nicht mal, ob man mich hört, weil es so scheiße windig ist. Deswegen gucke ich mir erstmal gerade nochmal die Aufnahme an. Null. Du bist bescheid. Ja, ich bin das. So, sieht man halbwegs fresh aus. Alles ein bisschen verweht wegen dem Wind. Jetzt sieht das ein bisschen halbwegs fresh aus. So, eigentlich mal seit gemacht, nach Monaten. So halbwegs sieht man fresh aus. So halbwegs. Haare sind ein bisschen on point aus, wegen dem scheiß Wind. Wenn ganz meine Haare wegwindet. Aber so halbwegs kann man machen, muss man nicht, Digga. Ja, erstmal direkt gekauft für mein schönes Haar. Ja, fokussiert. So, auf entspannt schnell was essen. Ja, was sehr schnell entspannt. Und dann geht's nach Hause. Und da müsste meine Mutter und meine Schwester aus Berlin und eigentlich auch schon da sein. Genau. Haare gemacht. Let's go. Halt mal kurz schnell, Bruder. Nein, Digga, bist du dumm? Nur wegen 5 Euro. Wegen 5 Euro springt der Typ länger. Was soll ich denn jetzt machen, Bruder? Schon zehnmal, jetzt lass es aber, jetzt zu spät. Hier, Breezy auch am Start, Leute. Der hat eine ganz miese Prügelerei, Schlägerei. So, drei Leute kamen auf ihn. Ja, die haben direkt so und so und so. Ja, brutal, Digga, es war hart. Aber leider, drei Leute waren kaum. Ja, ja. Wir wollten gerade wegen 5 Euro springen. Das Leben nehmen. Ja, aber. Scheiß drauf. Jetzt geht's geschwind in Stuttgart, der geht Friseur. Ich war schon Friseur. Guck meine Haare an. Ah, mashallah. Friseur. Geh geschwind mit Stuttgart für Video und geh dann auch wieder. Wie sagt man so schön? Schön, dass du da warst, aber auch schön, dass du wieder gehst. Jetzt zeigt noch einer zu mir, ich bin rassistisch. Der Bruder hat gesagt, er macht nur seine Haare. Er lässt nur seine Haare machen, wenn er ein Schwarzer arbeitet. Ja, weil bis jetzt hat immer ein Schwarzer Haare geschnitten. Ja, Ich bin scheiße, gerade. Also der Bruder braucht ungefähr eine Stunde. Ich gehe jetzt einfach geschwind so lange ins Shoppingcenter. Stuttgart lebt wieder. Stuttgart geht mal wieder ab, Digga. Stuttgart geht immer was. Egal wann ihr seid, Montag, Samstag, Dienstag, egal welchen Tag, egal welche Uhrzeit, Stuttgart geht immer was. Boah, weiß nicht, was die demonstrieren, Digga. Aber für irgendeinen Scheiß. Da stand auf dem Plakat, Autofahren ist heilbar. Was soll das bedeuten? Jo, einfach nur hergegangen, wie ein neugieriger Hund, um das mitzufilmen. Und jetzt gehe ich wieder. Alles gut, okay. Spontan ist mein Outfit geändert. Wer kennt's nicht? Sieht sehr fresh aus, Bruder. Oh, sexy Spaß. Ja. Geht klar. Kann man machen, Bruder. Kann man machen, Digga. Zu einer frischen Frisur, Leute. Gehört auch ein frisches, neues Outfit. Minuten wartest du auf den Knecht, Alter, bis er endlich mal fertig ist mit seiner scheiß Frisur. Mann. Bruder, weißt du, sowas hasse ich. Lauf dich 10-mal an, aber hab ich nicht mitgekriegt. Dann noch halbe Stunde Sahara, Junge. Ich geh 10-mal rein, dann Sahara 10-mal raus. Hab ich keinen Bock, Digga, jetzt einfach durchziehen. Sehr sowas hasse ich, Alter. Eine Stunde Stuttgart gefühlt gewartet. Für nix. Für gar nichts. Und den Boxfall von Standards geht. Ja, und was her? Kann ich auch nicht streamen. Also mit streamen. Und nicht von zu Hause angucken. Geil. So, jetzt geht's nach Hause. Meine Mama müsste gleich auch kommen. Meine Mutter ist schon da aus Berlin. Meine Schwester. Meine Oma. Genau. Geht noch zu Hause. Ist noch schön was ab. Bisschen genau, let's go. Bruder, yo, wir haben einen eigenen Malerbetrieb, Leute. Wir haben einen eigenen Malerbetrieb. Gut, ihr seht jetzt zensiert, aber ja, falls ihr es nicht wusstet, wir haben einen eigenen Malerbetrieb mit meinem Namen. Nein, das ist der Malerbetrieb von meinem Onkel aus Berlin. Yeah. Ich bin zu Hause, Bro.
So, nee, also, nee. Meine Mutter ist wieder da und die hat einfach die Haare blond gemacht. Das sieht so scheiße aus. Und meine Oma ist auch da. Die Oma hat es ja nie erkannt. Nee, Oma hat gesagt, ey, du bist ja total weich geworden. Ja, das ist die Ding. Ja, also jedenfalls ist auch da. Wann kommt Soli? Übermorgen. Ah, die kommt heute gar nicht? Nee. Okay. Was sonst hätten wir die ja noch von Stuttgart abholen müssen. Ja, also jedenfalls ist es dann. Der zeigt erst und Pizza. Und Pizza ist auch da. Maurice, zeig, bevor du dir richtig und richtig. TV machen auf mies cringe. Ich warte jetzt, Leute, einen Moment. Ich warte schon seit 4 Stunden, Digga, auf den dummen Kampf, Digga. Nein, nein, nein. Bruder, es schauen über 300.000 und es kämpfen die ganze Zeit 4 Stunden irgendwelche random Kämpfer aus Afghanistan, was weiß ich, wo Albanien. Bruder, kein Schwanz interessiert sich für euch. Keiner. Bruder, wir wollen einfach nur Standards, Leo Marcher, Cash Freak und Aporet. Fertig, Digga. Schon seit 4 Stunden. Eine Frechheit ist es. Eine Frechheit. Jo. So sieht das Zimmer jetzt aus von meiner Schwester. Die ist nicht da. Die kommt erst heute Abend von Berlin mit dem Zug. Und ja, es ist auch schon 1 Uhr nachts. Und ja, wer kennt's nicht? Ja. Schlafen sein.